Hallöchen, und irgendwie wird mir gleich das Menü hier geöffnet. Willkommen zu einer neuen DaddelZeit hier mit Stardew Valley. Erstmal mit meinem getreuen Weib hier sprechen. Guten Morgen, Liebling. Riecht gut, nicht? Ich habe dir Frühstück gemacht. Jawohl, das haben wir gerne. Und mal kurz den Wetterbericht auch noch gucken. Morgen wird ein wunderschöner, sonniger Tag. Yes! Kann man sich mal gönnen. Und Tatsache, es gibt auch noch mal hier zum Sommerabschluss eine richtig schöne Ernte, die wir hier verknuspern können. Das ist ja wunderbar. Das macht doch Laune, wenn wir auch noch sowas Schönes bekommen. Und der Plan für die nächste Saison hier steht auch schon... Ui, 49 Krähen. Tüchtig, tüchtig, du Vogelscheuche, die du da merkwürdigerweise reden kannst. Ja, die große Preisfrage ist natürlich in der nächsten Saison, wo darf ich überall wieder per Hand beigehen, um die Felder richtig zu sortieren? Was haben wir hier? Hallo Bade, heute Nacht um 22 Uhr wird etwas Wunderschönes passieren. Haley und ich kriegen ein Kind? Nein, natürlich nicht. Die Mondlichtquallen werden an Pelikan vorbeischwimmen, um ihre lange Reise in den Winter zu beginnen. Wir versammeln uns alle am Strand, um ihnen zuzusehen. Das solltest du nicht verpassen. Man sieht sich heute Nacht. Demetrius hat das geschrieben. Na, das hätte auch noch irgendwie auf die Seite gepasst, aber hey, ich will mich mal nicht beschweren. Ja, das... Oh, das ist ja hier... Das ist ja wunderknorkig. So, einmal hier hätscheln und tätscheln und tutscheln und wutscheln. Eieiei. Wo kommen denn die ganzen Trüffels her? Habt ihr euch von heute auf morgen entschieden? Mensch, wer trüffeln den so richtig voll? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es ist gut. Ja. So, und jetzt wird ich will noch melken. Hier steht zu dicht. Ich kann so nicht arbeiten. Ah, noch ein Trüffel gekommen. So, jetzt aber. Da kommen wir auch ran. Und ja, das Suchspielchen. Wie so ein Wimmelbild ist das hier manchmal. Aber am Ende finden wir doch, was wir suchen. Wunderbärchen. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie das Wetter am ersten Herbsttag werden soll, aber wird schon werden. So, und alle geknullert. Dann kann es ja mal hier rangehen. Oh, nochmal so richtig schön dicke Eier zum Schluss. Das ist wunderbar. Ach, herrlich. So will ich das doch. Saisonabschluss und ich krieg dicke Eier. Ach, das kann man so herrlich missverstehen auf so vielen, wobei eigentlich nur einer Ebene. Aber die reicht ja aus. So, und einmal die Mayo. Oioioioi, die legen noch mal richtig los. Ich glaube, die wollen noch mal einen Rekord aufstellen, jetzt so zum Ende der Saison. Finde ich gut. Macht weiter so und am besten jeden Tag so viel Trüffel. Ich wäre euch sehr verbunden. So, dann wollen wir doch... Nein, 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 nein. Da wollte die Kuh womöglich noch mit raus. Nicht mit mir. Oh, bringt ja eigentlich jetzt nicht wenig, hier die Felder wieder zurecht zu klöppeln. Von daher lassen wir es auch einfach mal sein. Warum unnötig die Mühe machen? So, ach Gott, da brauche ich eigentlich noch ganz viele Zapfhähne. Nein, irgendwie nicht. Nein. Nicht, ich will das nicht essen. Was nimmt sich dieses Spiel nur dabei raus? Ganz blöd. Ist da wieder ein Trüffel gekommen? Tatsache. Mensch, die sind ja richtig gut unterwegs heute. Ich weiß gar nicht, wo ich heute meckern soll, was das angeht. Kartoffelpüfferchen, die kann ich am nächsten Tag gebrauchen. Warte mal, nee. Hier nimmst du das noch und der Rest, der kommt natürlich schön in die Truhen rein. Aber nicht in die hier, nein. Wir sind ja jetzt irgendwie halbwegs sortiert. Halbwegs aber auch nur. Ach komm, packen wir das dann mit hier rein. Ist vermutlich im Kühlschrank, habe ich sicherlich schon noch Dinge davon. Aber den Kühlschrank habe ich ja gerade nicht greifbar. Wobei, ich habe noch was für diese schöne Truhe. Und zwar hier Blumenkohl. Wie schön ist das. So, was haben wir denn hier? Ja, sagte ich doch, dass wir das da drin haben. Ach, Sashimi haben wir auch drin. Ha! Das war's aber auch. Ach komm, das nehmen wir auch nochmal mit ins Inventar. Einfach, um es zu haben. Haben wir irgendwie noch einen Gegenstand? Ja, ich glaube, ich kann beim Schmied nochmal vorbeischauen. Aber erstmal gönnen wir uns hier nochmal eine weitere Runde Trüffel. Mensch, sind die geil drauf heute. Also wenn die Schweine nicht ausgezeichnet werden für ihre Arbeit, dann weiß ich auch nicht. Ja. Wollen wir doch mal zum Schmied einfach mal hier rüber. Zack, Mine, nein, Stadt. Stadt passt schon und dann wird er hoffentlich was für mich haben. Heute wird's nicht fertig. Na, schön. Dann werde ich ausnahmsweise mal nicht angry werden. Nö, dann muss ich doch eigentlich nur hier rüber. Zack, einmal zur Bushaltestelle. Ja. Nö, hier gibt's leider nichts einzusacken. Ich könnte theoretisch mit einer Stange Holz daherkommen, aber habe ich gerade nicht dabei. Aber wenn wir schon dabei sind, kann ich ja eigentlich mal in die Wege leiten. Was ist denn hier los? Noch mehr Trüffel. Wann kann ich endlich nochmal nachlegen hier? Weil bei so viel, was ich da habe, das ist ja Wahnsinn. Hm? Nur 4? Achso, und einen normalen Käse. Nee. Dislike. Ah, das wäre noch schön, sich auch noch um die Tiere, was die Pflege angeht, zu kümmern. Wenn die hier so ihren Mist fabrizieren. Ach, Sonnenblumen kann ich ernten. Jetzt darf ich das sogar. Jetzt bin ich quasi dazu angehalten. Ah, und dann will nicht jeder gegriffen werden. Das haben wir gerne. Aber egal. Einmal hier rügel die Böcks nochmal in den Wald und ein bisschen tun, was ein Landwirt halt so tut im Wald. Bäume fällen. Zumindest das Werkzeug habe ich ja auch noch. Zack. Einmal eine Ladung Holz. Holzi, Holzi, Holz. Ja, kommt der da. Und weil es so schön ist, noch eine Ladung. Ach komm, gucken wir doch einfach mal, was hier vorhanden ist. Man kann sich ja die Auslagen anschauen. Oh, leckerer Barberkuchen. Buntbarsch. Pizza und Milchreis. Bleiche Brühe. Gemälde und eine seltene Saat. Ja, sehr buntes Programm, aber irgendwie nö, muss nicht sein. Boah, da können wir ja gleich nochmal richtig schön was in den Holzkohlegrill da reinpacken. Ja, Hartholz, also mit dem einen Skill kriegen wir hier auch gut Hartholz durch normale Bäume. Finde ich nicht schlecht. Das darf gerne so bleiben. Ui. Heute mal ein paar Schleimiges mehr. Ah, von der sehr schwachen Sorte. Also, die sind nicht nur schwach auf der Brust, die haben quasi keine Brust. Was ja auch in der Natur liegt. Es sind ja auch nur Schleime. Wo soll bei den Tröpfchen eine Brust sein? So, dann packen wir die Schleimeses. Genau, wenn man die reinpackt, per Schönheitschirurgie in eine Brust, dann hat man richtig schön schleimige Silikonbrüste. Aber das wollen wir jetzt nicht ausprüfen. Ich glaube, die Funktion gibt es auch nicht im Spiel. Schade eigentlich, aber es gibt ja für fast alles mittlerweile in Spielen Mods, auch wenn das sich bei Stardew Valley relativ in Grenzen hält, einfach weil das Spiel zugegeben grauenhaft programmiert ist. Wobei man da halt wirklich den Entwickler in Schutz nehmen muss, da hat quasi Programmieren über dieses Spielprojekt Stardew Valley hat er sich das überhaupt erst beigebracht. Also für ein Spiel, an dem man das Ganze lernt, ist das hier boardsmäßig geil und vor allem auch bugfrei. Und wenn man die Wahl hat zwischen guter Programmierung und Bugs, naja, dann beziehungsweise schlechter Programmierung und Bugs, dann fällt die Entscheidung, glaube ich, relativ einfach. Nee, schlechte Programmierung meine ich auch in dem Sinne, es läuft ja rein hier von der Performance her eigentlich richtig gut das Spiel. Habe zumindest noch keine Probleme gehabt. Allerdings, ja, gibt es hier ja auch nicht so viele Animationen, die jetzt butterweich laufen müssten. Aber gerade was damals die deutsche Sprachausgabe angeht, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, da gab es ein Projekt, die hat versucht, eine deutsche Sprachausgabe zu modden, hat es dann aber relativ bald aufgegeben, einfach weil das Spiel manche Sachen, wie es üblich ist bei Spielen, es gibt Dateien, wo die Sprachen drin sind. Damit kann man also für jede Sprache eine eigene Datei anlegen und dann werden die Texte entsprechend eingesetzt aus den Dateien. Und er hat manche Dialoge und andere Textbausteine hatte der Entwickler nicht in Dateien ausgelagert, sondern fest in den Code reingebrettert, auf den Modder effektiv keinen Zugriff haben. Und entsprechend war es nahezu unmöglich, da eine brauchbare Übersetzung zu schaffen. Und deswegen meine ich, ist nicht so gut modbar, aber ja. Ein tolles Spiel trotzdem. Den Spielspaß kann man sich dadurch nun nicht unbedingt nehmen lassen. So. Ja, 3 behalte ich mir noch im Sinn. Wo sind denn die Blümchens? Blümeleins. Da. Oh, ich habe da noch einen Case. Ja, da habe ich auch noch ein paar Sachen. Ja, ich muss mich noch immer so ein bisschen an die neue Handhabe hier gewöhnen. Hatte ich nicht übermäßig viel Honig mal... Ach, da. Okay, den... Ach, den Feenrosen habe ich ja bewusst dahin gepackt. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Düster ist die Erinnerung noch vorhanden. Ach komm. Nein, den will ich nicht mitnehmen. So, dann können wir gleich auch noch mal ein bisschen Mayo machen mit den Eiern, die wir hier haben. Eins lassen wir noch. Falls irgendjemand auf die Idee kommt, Mensch, ich möchte zum Geburtstag ein Ei, kriegt er. Dann habe ich noch das und packen wir einfach mal da rein. Ist zwar schlecht sortiert in diesem Fall, aber egal. So. Dann haben wir noch hier, das ist der Dungeon. Nee, Dungeon Loot normal ist hier dieses Freundchen. Dann wollen wir mal. Hallo Haley. Oh, wir können nochmal unseren Weg hier machen. Sorry. Muss aber sein. Denn wir nehmen uns nochmal... Wo haben wir denn was Schönes? Ach komm, nehmen wir uns den Blumenkohl. Wobei, Blumenkohl muss nicht sein. Nee, wir nehmen lieber so Verbrauchsgüter, die wir in Massen haben. Zum Beispiel hier die Blaubeeren weiterhin. Genau, das war ja unser Standard für die Marmelade. Machen wir also weiter. Die Zeit haben wir dann auch noch so gerade eben. So, 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Ihr wisst schon. Zählen könnt ihr ebenfalls. Das traue ich euch zu. Und dann sind es wieder 12 der Zahl, die wir weggepackt haben. Bin ich der Meinung. Trüffel. Genau, Mayo wollte ich noch machen. Genau, genau, genau. Zack, und den auch noch. Und dann können wir so langsam in Richtung Strand aufbrechen. Unser Reittier ist irgendwie weg. Na, dann geht es immer ganz locker flockig zu Fuß. Und ich habe eigentlich noch Sachen, die ich in den Karton packen wollte, aber egal. Dann eben nicht. Kann zur Not am nächsten Tag. Oder halt kurz vorm Schlafengehen nochmal. Wir erlauben uns, eines der schönsten Feste zu besuchen. So, da müssen wir einmal hier Richtung Strand gehen. Und nochmal warten. 14 Minuten. Also von daher ist gut, dass wir zu Fuß gegangen sind. Zu Pferd hätten wir noch etwas mehr gehabt. So, Mondlichtquallen. Da haben wir das Ding hier. Ah ja, komm, einmal mit Haley auf jeden Fall reden. Ich hätte meine Kamera mitbringen sollen. Ich vergesse sie jedes Mal. Och, Sünde. Nochmal reden. Ach, diesmal gibt es keine zwei Dialoge. Nö. Ach komm, den hatten wir letztes Mal noch gar nicht. Guten Abend, Bade. Ich hoffe, du hast ein wenig Zeit, um dich vor der Erntezeit zu entspannen. Ich ernte das ganze Jahr über. Hallo? Die meisten Nachtfische hätten Angst vor Licht. Diese hier sind eine seltsame Ausnahme. Sure. Gehen wir mal zu dem lieben Louis. Hey, guten Abend, Bade. Die Mondlichtquallen sind nah. Ich habe schon einen in der Ferne leuchten sehen. Sobald wir das Kerzenboot losschicken, kommen sie zur Anlegestelle und sagen Hallo. Dann sagen, lassen wir die mal Hallo sagen. Was denkst du? Soll ich das Boot jetzt losschicken? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Leg los, werd groß. Und da geht das Boot los. Ah, und kaum ist das Boot weg, da kommen sie an die Mondlichtquallen. Ach, ist das herrlich. So schön können Pixel sein. Und auch die Musikuntermalung, ein Genuss. Allzu viel rede ich dann auch nicht. Lasst es einfach auf euch wirken. Genießt die Musik. Ah ja, die Abigail hier, die ist ja ganz angetan von denen. Hatte ich gar nicht gesprochen, aber vielleicht kennt ihr den Dialog noch. Und hier, guck mal, eine ganz besondere. Kommt genau zu uns. Wir stehen jetzt sogar als Paar. Ist das nicht schön? Das Leuchten des Sommers ist jetzt verblasst und die Mondlichtquallen führen ihren Weg in das weite Unbekannte fort. Und ich will noch was loswerden. So, einmal. 1, 2 und 3. Jetzt kann ich aber schlafen gehen. Jawohl, komm schon. Kätzchen wird auch nochmal geknuddelt. Ich kann ja nicht nur Mondlichtquallen anschauen. Katze will auch versorgt werden. So, und ins Bett gehen. Jawohl. Blum. Ja, das gab doch nochmal einen schönen Gewinn hier. Wenn wir von dem Geld nicht genug Saat bekommen, dann weiß ich auch nicht weiter. Das sollte eigentlich locker flockig reichen. Da haben wir sicherlich noch die Hälfte übrig, da es diesmal keine Sternfrucht zu kaufen gibt. Also, ciao, ciao für diesen Sommer und wir sehen uns, wenn es wieder heißt, in DaddelZeit mit Stardew Valley im Herbst, dem zweiten Herbst wohl bemerkt. Ciao, ciao.